First idea! Barret? Das war doch seine Stimme! Komm schon! Antwortet mir! Eins, zwei... Lenchen! Malina! Bix! Wedge! Jesse! Zur Scheiße! Das ist alles unsere Schuld. Nein, ist es nicht, Tifa. Das ist ein Verbrechen mehr, das auf Shinras Kappe geht. Etwa nicht? Diese Wut darfst du nicht vergessen. Hörst du? Barret. Marlene geht's gut. Was? Hat Eris doch gesagt. Eris? Das Mädchen, das Sie mitgenommen haben? Ja. Genau. Und woher weiß sie? Ich hatte sie geschickt, damit sie Marlene rettet. Ist das wahr? Wirklich? Wo willst du hin? Konnte das nur passieren? Sie ist tatsächlich abgestürzt. Wir müssen weiter. Wann kommt denn endlich Hilfe? Und? Verrätst du mir, wo es hingeht? Zu Eris Haus, in Sektor 5. Wartet Marlene dort? Dort oder nirgendwo. Sag doch einfach ja! Schenk mir etwas Hoffnung! Selbst wenn wir sie doch nicht dort finden. Tut mir leid, meine Nerven liegen vollkommen blank. Tifa, was weißt du übers alte Volk? Ehrlich gesagt, nicht wirklich viel.
kommt auf den Büchern über den Planeten vor. Das Volk, das diesen Planeten besiedelt hat. Angeblich konnten sie mit ihm reden. Darum haben die Turks also auf Eris abgesehen. Auch in mir fließt das Blut des alten Volkes. Ich bin der wahre Erbe dieses Planeten. Und wieder warst du zu schwach. Aber der Verlust macht dich stärker. Du willst doch stark sein. Was ist los? Alles okay. Schnell weiter. Schleichen wir vorbei. Was machen die Kerle hier? Ihre Arbeit. Du musst jetzt an Marlene denken. Reiß dich zusammen. Ich muss sie retten. Das ist zu gefährlich. Ich muss. Habt ihr sie? Wir suchen immer noch die Häuser nach ihnen ab. Schrecklich, was passiert ist. Wie ist es hier? Im Vergleich zu Sektor 7 sind wir glimpflich davongekommen. Hier kamen nur ein paar Staubwolken an. Ist es wahr, dass Sektor 7 zerstört wurde? Jesse war auf dem Pfeiler, oder? Ja, Bix auch. Die beiden waren verwundet und konnten nicht laufen. Aber Wedge war unten in den Slums. Verstehe. Jesse und die anderen finden. Wie? Das ist im Moment das Einzige, was ich tun kann. Cloud, hilfst du mir später bei der Suche? Ja. Das hat vielleicht gekracht. Ob das ein Unfall war? Das hier ist schon Sektor 5, oder? Schnell, bring mich zu Marlene. Ja, das ist das Randgebiet. Noch ein Stück. Lauf schneller, heb die Füße an! Gib halt das Tempo vor. Huh? Ist es wahr, dass die Platte abgestürzt ist? Thank you.
Die Welt wird immer gefährlicher. Jeder braucht eine gute Waffe. Das ist das Haus. Marlene! Hilton! Wo ist sie? Wo ist Marlene? Barrett! Mein Name ist Barrett. Marlene ist meine Tochter. Also sie hat kurze Haare und ein Gesicht, so süß wie ein Engel. Ihre Kleidung... Rosa! Heute hatte sie was Rosanes an! Die Kleine schläft oben im Bett. Leise, sie schläft! Wollen wir auch hoch? Ich glaube, das würde mich beruhigen. Wehe, ihr weckt mir die Kleine auf. Am besten, ihr geht auch nach oben. Marlene, ein Glück. Du lebst. Aeris ist mit Shinra mitgegangen. Oh nein. Ich hatte Aeris zu Marlene geschickt. Ich war das. Obwohl wir uns kaum kannten, war sie so hilfsbereit. Ich habe sie in Gefahr gebracht. Euch trifft keine Schuld. Früher oder später wäre es ohnehin so gekommen. Wegen ihrer Herkunft. Richtig? Hat Aeris dir das erzählt? Dann muss sie dir wirklich vertraut haben. Ja, Aeris ist vom alten Volk. Sie ist die letzte Überlebende. Anders als ich. Ich bin nicht... Ihre leibliche Mutter. Es war vor 15 Jahren. Mein Mann war damals Soldat und an die Front geschickt worden. Er hatte mir in einem Brief geschrieben, dass er mich besuchen kommt. An jenem Tag wollte ich ihn am Bahnhof abholen. Aber ich wartete vergeblich auf meinen Mann. Ich hatte Angst, dass ihm was zugestoßen war. Aber redete mir ein, dass ihm nur der Urlaub gestrichen wurde. Also ging ich jeden Tag zum Bahnhof, um auf ihn zu warten. Und eines Tages traf ich die beiden dort. Ich wusste nicht, ob sie vom Wallmarkt kamen oder ob sie von der Platte in die Slums ziehen mussten. Solche Menschen traf man hier gelegentlich. Bringen Sie Aeris in Sicherheit. Das waren die letzten Worte ihrer Mutter. Ohne meinen Mann
war ich genauso alleine wie sie. Darum entschloss ich mich, Aerys mit zu mir nach Hause zu nehmen. Sie lebte sich schnell ein. Wir verstanden uns gut. Die Kleine war so ein Plappermaul. Sie hat mir alles erzählt. Dass sie mit ihrer Mutter aus einer Forschungseinrichtung geflohen war. Und dass die Seele ihrer Mutter zum Planeten zurückgekehrt wäre und sie sie deshalb nicht vermisst. Zurück zum Planeten. Wie es in den Büchern steht. Ich dachte, sie redet Unsinn und korrigierte sie, dass ihre Mutter jetzt im Himmel sei. Doch sie meinte, nein, in diesem Planeten. Ich dachte, sie hätte einfach nur zu viel Fantasie. Mama, du darfst nicht weinen. Das sagte Aerys aus heiterem Himmel. Als ich sie fragte, warum, sagte sie: Der Mensch, auf den du so sehnlich wartest, ist gestorben. Seine Seele war hier, um Abschied zu nehmen. Aber jetzt ist er zum Planeten zurückgekehrt. Ich wollte ihr nicht glauben. Doch dann, nur wenige Tage später, kam der Brief, dass mein Mann im Krieg gefallen sei. Und da wurde mir einiges klar. Trotz allem führten wir ein glückliches Leben. Bis eines Tages... Oh! Jaha! Nein! Geh weg! Aerys? Du bist ein ganz besonderes Kind. In dir fließt das Blut des alten Volks. Ich fragte ihn, was er meinte. Was das alte Volk denn sei. Das alte Volk wird uns zum verheißenen Land führen. Aerys ist der Schlüssel, um den Weg zu öffnen. Manche sagen, es sei nur ein Mythos. Etwas, das Mut machen soll. Doch wir glauben, dass die Schriften wahr sind. Alles, was in ihnen steht. Der Shinra-Konzern braucht jetzt unbedingt Aerys Hilfe. Du lügst! Ich bin nicht vom alten Volk! Wirklich, Aerys? Hast du noch nie Stimmen gehört? Obwohl eigentlich niemand da war? Hab ich nicht! Ich ahnte natürlich, dass das nicht stimmte. Denn... zu oft wusste Aerys Dinge, die sie gar nicht wissen konnte. Seltsam, dass die Turks Aerys nicht gleich verschleppt haben. Obwohl sie wussten, wo sie ist. Es ist wohl wichtig, dass sie ihnen freiwillig hilft und nicht gezwungen wird. Darum würden sie ihr nie etwas antun. Selbst jetzt, wo sie sie entführt haben. Bestimmt darf sie gehen, sobald Shinra keine Fragen mehr hat. Hoffen wir's. Halt! Wo willst du hin? Wirbel nicht unnötig Staub auf. Wenn ich jetzt auch noch Aerys verliere, hab ich niemanden mehr. Ich bitte dich. Cloud, Aerys Mutter könnte recht haben, dass sie sie gehen lassen, wenn sie haben, was sie wollen. Wollen wir... nicht noch abwarten, was passiert? Wir sollten zurück nach Sektor 7. Da wartet auch Arbeit. Und wir müssen noch nach der Bar sehen. Alles klar.
Das Tor nach Sektor 7 ist verschüttet. Durch die Trümmer kommen wir nicht durch. Was sollen wir tun? Wir nehmen den Tunnel auf dem Spielplatz. Ah, gute Idee. Und wie kommen wir dahin? Gibt noch einen anderen Weg. Weiß ich von Eris. Echt praktisch, so eine Verbündete vom alten Volk, was? Sorry, ist mir so rausgerutscht. Das hat vielleicht gekracht. Ob das ein Unfall war? Wo wir doch dachten. Da drüben. Worauf warten wir? Finde ich auch. Eine Sackgasse. Mist. Versuchen wir es da. Ziemlich gefährlich. Aber nichts, womit wir nicht fertig werden. Weiter so.
bin bereit. Dann übernimm. An die Arbeit. Gar nicht mal schlecht, Tifa. Da staunst du, was? Nicht so schnell! Wenn ihr hier durch wollt, ist Weg zollfällig! Du bist es! Kennst du die? Nein. Lüg nicht! Klar kennen wir uns! Was meinst du? Können wir hier durch? Sind die anderen? Weiß ich nicht. Tut mir leid. Schon okay. Ich bin so froh, dich zu sehen. Das gibt mir Hoffnung für die anderen. Die Sorgen hören nicht auf. Thank you.
Ab hier klettern wir hoch. Endlich wieder frische Luft atmen. Verdammt, warum musste das geschehen? Komm, nur noch ein bisschen. Da vorne ist schon Sektor 6. Das war näher als vorhin. Hey! Ist da irgendjemand, der Hilfe braucht? Alles weg. Nicht aufgeben! Weiter! Wir helfen euch. Marle! Ihr seid es. Auf drei. Eins, zwei. Ein Glück. Vielen Dank. Zum Glück ist euch nichts passiert. Was habt ihr jetzt vor? Tja, wir werden sehen, wo wir helfen können. Habt ihr schon nach der Bar gesehen? Nein. Geht doch zuerst dorthin. Ja, zuerst zur Bar. Und dann sehen wir weiter. Aber Vorsicht, es liegt überall Schutt rum. Also passt gut auf, wo ihr hintretet. Hey! Ist da jemand? Los, antwortet! Ist hier noch jemand? Hallo! Antwortet, wenn ihr uns hören könnt! Sind hier noch irgendwelche Überlebende? Hallo! Tiefer. Weg da! Scheiße! Die gehört Wedge. Was? Hinterher. Auf drei. Eins, zwei. Zu Hause?
Schon unterwegs. Nur noch einen Moment. Hier stinkt's nach Shinra. Wedge? Wedge! Ausgerechnet jetzt! Jetzt knallt!
in der Erde haben diese Shinra-Schweine ihr Nest vergraben. Und tschüss! Ha, schon erledigt.
Ist das eine Insektenshow oder was? Bist du verletzt? Nein, keine Sorge. Okay, dann auf zu Wedge. Schnell! Stufen.
was für dich! Ja! Ich leg los! Hoffentlich geht es Wedge gut. Mach dir keine Sorgen. Wedge ist hart im Nehmen. Bestimmt macht er nur irgendwo in der Ecke ein Nickerchen. Ja, wenn wir wieder zu Hause sind, müssen wir ihn ordentlich aufhalten. Ebenso unheimlich wie abstoßend.